Jo Freunde, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal. Heute, Freunde, geht es ums Thema Weihnachten. Ja, ist nicht mehr lang und dann gibt es entweder Geschenke, Geld, je nachdem, was man sich wünscht. Und genau heute geht es um meine Weihnachtswünsche. Einfach ein anderer Name für so meine Grails. Aber es geht heute speziell um Grails, die ich mir in der nächsten Zeit zulegen werde oder irgendwie vorhabe zu suchen demnächst. Weil es sind jetzt auch Teile dabei, die sind jetzt nicht so häufig vorhanden. Und genau deswegen bin ich da schon ein bisschen auf der Suche. Und ihr seht schon an der Frisur, erster Grail, no joke Friseurtermin, aber geht, denke ich mal, jedem so. Man kann einfach nur hoffen, dass die Friseure ja so Anfang Januar mal wieder aufmachen. Ist echt bitter, aber gut, kannst ja nichts machen. Und ja, genau das zu dem Thema. Erster Grail auf jeden Fall Friseurtermin. Und ja, würde mich auf jeden Fall mal interessieren, was ihr euch so zu Weihnachten wünscht oder euch vorhabt in der nächsten Zeit zu kaufen. Schreibt es gerne in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Und wie immer könnt ihr mich natürlich mit einem Like und einem Abo hier auf dem Kanal unterstützen, dann verpasst ihr keine Videos mehr. Ist, denke ich mal, ganz nice, gerade hier im Dezember, wo man eh nicht so viel zu machen hat und meistens eh nur rumchillt. Deswegen, denke ich mal, sind die Videos für euch ein ganz guter Zeitvertreib. Und dann würde ich sagen, fangen wir jetzt auch mit dem ersten bzw. zweiten Grail an. So, Freunde, fangen wir mit dem ersten an. Ist jetzt keine spezielle Reihenfolge dabei. Ich habe das jetzt einfach nur so random zusammengewürfelt. Und mein erster Grail wäre auf jeden Fall der Rick Owens Geobasket. Ich denke, ich blende euch immer ein Bild ein, dass ihr da auch sowas vor Augen habt, was das für ein Piece ist. Der Rick Owens Geobasket. Ja, ich kann verstehen, bestimmt 90% von euch werden sagen, übelster Clown-Schuh und dass er voll wack aussieht. Guckt euch den Schuh öfter an, guckt ihn euch vielleicht ein bisschen gebrauchter an, wenn er schon so einen leichten Use-Look hat. Der Schuh meiner Meinung nach extrem krasser Schuh und ja, den kannst du halt auch 3-4 Jahre tragen. Die Qualität von dem Schuh unglaublich nice, hat an der Seite so einen Zipper. Und ja, was soll ich dazu sagen, ist halt so der Nachfolger von dem Dunk, von dem Rick Owens Dunk, der dann natürlich verboten wurde wegen Nike und darauf will ich gar nicht eingehen. Auf jeden Fall ist es so der Nachfolger und ja, hat natürlich so ungefähr die gleiche Silhouette, High Top mit so einem Reißverschluss an der Seite und dann so noch weiße Applikationen. Und ich muss sagen, zu einer nicen Cargo, zu einer nicen Jeans und so weiter kann ich mir den sehr stark vorstellen. Und gerade für den Winter ist es, denke ich mal, auch so ein sehr nicer, warmer Schuh. Und den Schuh suche ich jetzt auf jeden Fall. Deswegen, falls irgendjemand von euch ein Piece aus der Liste hat, gerne mich anschreiben. Aber der Schuh wird sich auf jeden Fall in der nächsten Zeit mal zugelegt. Ich hoffe, dass ich da einen ganz guten Preis bekomme. Und genau, das zum ersten Grail. Mein zweites Piece auf der Liste wäre dann einmal der Haider Ackermann Zip Hoodie. Habe ich auch nicht gefunden in der Zeit, Size of Depop, Grailed, Kleinanzeigen, Vinted und so weiter, habe ich alles durchgeschaut. Ziemlich rare die Dinger und ja, sind halt auch teurer so. Deswegen will ich da eigentlich einen guten Deal haben. Und der Colorway ist mir da eigentlich relativ egal, irgendwie so weiß, braun, schwarz, sowas in die Richtung. Und ich muss sagen, der Zip Hoodie gefällt mir immer mehr und mehr und hätte ich natürlich auch sehr gerne. Das Einzige, was auch ein bisschen komisch bei dem ist, ist das Sizing. Das ist bei dem anderen fittet XS wie eine L, bei dem anderen fittet eine L wie eine S und so weiter. Also da muss man auf jeden Fall aufpassen, falls ihr euch einen holen wollt. Guckt auf jeden Fall nach dem Sizing. Das ist wirklich ganz komisch bei den Haider Ackermann Zip Hoodies. Und ja, finde ich extrem nice, ist, denke ich mal, auch so ein bisschen massentauglicher. Deswegen gerne auch eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Und ja, zweites Piece auf der Liste, extrem nice Ding. Kommen wir zur einzigen Jacke hier auf der Liste. Nämlich ist es die Uniqlo Jill Sander Collabo und auch von der Parker in diesem schwarzen Colorway. Brutales Ding, habe ich auch schon länger im Kopf und kostet im Resale jetzt so rund 200 Euro. Habe mir da schon ein paar Reviews angeguckt, welche Size ich da brauche. Und den gibt es jetzt, sag ich mal, ein bisschen häufiger, also das ist jetzt nicht allzu schwer, den zu bekommen. Und das ist so ein Piece, das ich mir auf jeden Fall auch holen möchte in der nächsten Zeit. Denke ich mal, ein ganz schlechtes Teil, wovon man auch länger was hat. Und gerade für den Winter, nicht schlecht den zu haben. Ist, denke ich mal, nicht geeignet für die ganz kalten Tage, aber so für Regen und so weiter, kann man den auf jeden Fall rocken. Und ja, ist halt so ein schlechtes Piece. Und gerade bei Jacken finde ich das extrem schwer, da nice zu finden. Und da kommt der eigentlich ganz nice, finde ich. Und ja, kann man sich auf jeden Fall demnächst mal holen. Mir fällt auf jeden Fall gerade auf, dass ich so die Pieces so nach der Jahreszeit ein bisschen geordnet habe. Das heißt, zuerst so Boots, jetzt dann von dem Sub-Hoodie zur Jacke. Kommen wir jetzt zu einem Schuh wieder, den ich auch übertrieben lange schon haben will. Nämlich ist der Jordan 4 Pure Money. Der ganz schlichte in Weiß und
von dem träume ich schon so lange, also no joke. Ganz krasser Schuh und den will ich auf jeden Fall auch in meiner Collection haben. Dann bin ich eigentlich schon zufrieden, so was Schuhe angeht. Wie gesagt, der Rick Owens Geo Basket und der Jordan 4 Pure Money. Muss man natürlich immer gucken, wo man den herbekommt. Habt eigentlich schon ein paar nice Angebote gehabt. Im Endeffekt hat sich doch nicht dazu ergeben, dass ich den Schuh gekauft habe. Und ja, ich finde vor allem, wenn der ein bisschen älter wird dann und diese kleinen gelben Details bekommt, finde ich es unglaublich nice, und bei dem finde ich es auch nicht schlimm, wenn er ein bisschen creased, gehört halt dazu. Und ja, ganz schlichter Schuh, kann man zu alles rocken, finde ich, ist so eine Alternative zu dem Air Force, hat noch ein bisschen mehr Form, ein bisschen mehr Details, und genau, sehr nicer Schuh. Kommen wir jetzt zum letzten Grail, und zwar ist es schon ein bisschen spezielleres Piece, auch gerne eure Meinung dazu in die Kommentare, und zwar wäre das einmal die Helmut Lang Bulletproof Weste. Wäre natürlich geisteskrank, aber da zahlt man ganz schnell irgendwie 300-400 Euro für die Weste. Die ist aber wirklich extrem, extrem nice. Ansonsten würde ich mich natürlich auch nicht über die ganz normale Helmut Lang Weste beschweren. Natürlich gibt es nicht die eine Helmut Lang Weste, aber ich denke, ihr wisst ungefähr, was ich meine. Einfach eine Helmut Lang Weste. Ist halt eine Weste so, fit sehr nice. Habe ich auch schon öfter gesehen auf Instagram. Und ja, die Bulletproof Weste natürlich noch mal ein Stück cooler, aber natürlich auch noch ein Stück teurer. Und ja, hoffentlich kann man sich die irgendwann mal ziehen. Ist auf jeden Fall ein extremes Grail von mir, aber die Helmut Lang Weste, die ganz normale, finde ich auch extrem wild und kann das Outfit auf jeden Fall noch mal sehr upgraden, würde ich sagen, gerade im Herbst, wo es dann doch vielleicht ein bisschen kälter wird. Klar, jetzt nicht extrem warm, aber als Accessoire so ein bisschen finde ich die sehr nice. Und ja, so schwarz-blau, sowas in die Richtung kann ich mir sehr gut vorstellen, die zu kombinieren. Und genau, das waren eigentlich so meine 5 Grails. Natürlich werde ich mir die Pieces nicht in einer Zeitspanne von einem Monat irgendwie kaufen. Dafür ist das Ganze schon ein bisschen zu teuer. Aber so in den nächsten halben Jahr habe ich schon vor, mir das ein oder andere Piece davon mitzunehmen. Das zu meinen Grails. Jetzt könnt ihr natürlich eure Grails unten in die Kommentare schreiben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zu einem erneuten Video hier auf dem Kanal am Dienstag um 14 Uhr. Seid gespannt, Leute. Peace.